So, Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Feed the Beast mit einer schönen Schnapszahl, nämlich 33 und mit einem, der Schnaps besoffen ist. Nodop! X! Hallo Leute! Ich bin noch nicht auf dem Server drauf, ich werde da jetzt erst drauf gehen, denn es gab sehr geteilte Meinungen in den Kommentaren, ob mein Atomreaktor jetzt in die Luft geflogen ist oder nicht. Ich muss dazu sagen, zwischen den Folgen war ich einmal da, da stand er noch und ich habe die Uranzellen ausgetauscht, weil ich neue reingepackt habe. Aber wie es jetzt aussieht, das muss man überraschen, weil viele Leute gesagt haben, dass es wahrscheinlich überleben wird, aber nicht allzu lange. Ich würde einfach sagen, schauen wir mal nach, was passiert ist. Und Logging in. Der Piece ist zum Glück versteckt. Ja. Lad schneller, Spiel. Ich habe auch eure Wünsche da auch gehört und wieder das Specs Pool BD-Kraft reingemacht, weil das... Scheiße! Ja. Ah, oh, fuck. Nein. Aber das Portal steht noch. Super. Ja, ist echt so. Ist das Portal durchexplodiert? Nee, es geht ja nicht durchexplodiert. Nee, gut. Ja, da oh, ich zieh hey, fliegt Uumata raus. Und wir haben schon wieder eine Kiste Uumata. Was ist da denn los? Stoppen. Aus. Hä? Ist das mit Strom aus? Naja, weil das Ultimate Hybrid Teil da ist. Na gut. Ah, YOLO. Ja, ich glaube, das ist schief gelaufen. Wir bekommen auch keine Lava mehr rein, gerade sehe ich. Schon wieder. Mm. Betten wieder alle. Hab voll den Strommangel hier. Also ich glaube, ich brauche einen zweiten Anlauf. Ich habe da auch so ein paar Vorschläge bekommen, wie man das denn anordnen sollte, wenn man wirklich Strom mit produzieren will. In Teilen. Also denke ich mal, werden wir es auch so aufbauen demnächst. Auf jeden Fall müssen wir dann nur erst wieder was für herstellen. Was ich aber sehr schade fand, wir hatten erst mit Xbox Spaß, wenn ihr habt ja wirklich dann sehr viel um den Xbox gekloppt, aber habt wirklich mal vergessen, weil ich hatte eine Frage an euch, die mir zu beantworten. War ich traurig. Weil ich hätte ja euch gefragt, wie man das denn genau aufteilen könnte, was reintun. Und es gab wirklich kein einziges Kommentar, was ich sehr traurig fand. Ja, irgendwie bestand die Hälfte der Kommentare neben, dein Atomreaktor ist dumm, du dummer Hurensohn, der fliegt in die Luft aus. Xbox! Nein, ja. Xbox! Wie? Halt die Fresse! Wie gesagt, PlayStation ist schöner, ihr Pisskinder. Fang nicht jetzt schon wieder damit an. Geht unter Weiß Video. Ich sollte nicht durch mein Portal gehen und hatet ihn dafür, dass er schon wieder irgendwo mit anfängt. Nein, seid brav zu Weiß. Lieber nicht. Doch. Irident Uranium hat ein Bild von einer Portal Gun. Irident Uranium! Ich glaube, ich werde mir einfach in einer der kommenden Folgen nochmal das Teil aufbauen. Irident Uranium! Aber dicht am Haus, so dass es in die Luft fliegt. Also das Haus. Na, jetzt hab ich. Was wir aber ganz kurz machen wollten, waren Knapp-Packs. Oder wollte ich zumindest herstellen. Wie teuer sind die nochmal? Die waren nicht teuer. Gold, Iron Talk, blablabla. Das da. Packen da einfach mal. Achso, da ist noch Molten Manulium drin. Das heißt, wir werden erstmal das Manulium kurz rausholen mit dem Ingot-Cast alles. Und schon mal anfangen, etwas Eisen wieder einzuschmelzen. Wir machen einfach hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wie viel kostet ein Ding? Das Material kostet 3. Wir brauchen 4 Stück davon, das heißt 4 Reihen voll damit so. Und dann eben das Manulium rausholen. Und schmelzen. Pest und neu. Guck mal, ich habe einen lilanen Barren. Ja, das heißt nicht. Können wir noch rausholen? Wir haben noch 3 Ingots, okay. Also insgesamt 6 Stück. Es ist schön, wenn man weiß, wie das funktioniert. Ich frage mich auch schon, kann man ja mal was zu sagen. Es gab ja bei der Vorstellung von dem Hero-Projekt von Ungespielt, ich habe mir die Städte mal angeschaut, die sie da vorerst gelegt haben. In einer dieser Städte stand schon das Smeltery am Anfang drin. Ich wusste gar nicht, dass in den Dörfern direkt die Smelteries generieren können. Ich weiß nicht, wer da drin ist dann in der Stadt, welche der drei Teams. Aber wenn dann die Leute drin sind, die Ahnung davon haben, zum Beispiel Shuffle und Thunder, haben die einfach mal derbe den Vorteil, weil die Smeltery am Anfang haben. Weil sie damit umgehen können und sowas. Das wäre auf jeden Fall ziemlich gut. Das ist immer ja so, die Babus wissen immer, wie es läuft. Ich bin auch so, da sollte man mal überlegen, ob man das wirklich so machen will, aber Simon meinte so, ja, es ist okay, die Hälfte versteht eh noch nicht, wie das funktioniert. Und es wird eh gelost werden, welche Stadt kommt. Verrate ich Sachen, die man nicht verraten sollte, vielleicht, weiß ich nicht. Ja, Nordop macht wieder Projekte kaputt. Ja. Ich definitiv ein Diabo von Nordop. So. Das fand ich jetzt schon ziemlich gemein, das hätte jetzt nicht sein müssen. Das ist pure Realität. So, dann hole ich mir schon mal 2 Gold eben. Ich mache jetzt eine Halbstufe, ich habe keinen Bock da mal zu springen. Wir haben bestimmt noch welche. Hier, gib mir eine Halbstufe. Komm. Ja, komm, ja, da. Komm. Ja, gib. Ja, brav, ja, brav. Ja, so, ja. Komm her. Das hat sich lang angehört. 6, 7, so.
Dann holen wir uns jetzt mal hier 2 Gold, dann kriegst du auch gleich einen Knappsack. Ja. Aber dieses Produzieren dieses Nuklearreaktors hat eigentlich nicht viel gekostet, außer eine Riesenmenge Kupfer. Wir haben zwar noch 1500 Blöcke oder so davon, aber eine Riesenmenge Kupfer. Riesenmenge Kupfer. Wir haben jetzt mittlerweile übrigens auch verstanden, dass wir für den Uncrafting Table XP brauchen. Ich habe schon wieder 21 Level. Also haben zwar richtig wenige von euch nur gesagt, aber trotzdem. Ich habe so einen Kommentar gelesen, der Rest war Xbox, PlayStation. Ja, echt, aber ist ohne Witz, Xbox, PlayStation habt ihr echt ein bisschen übertrieben. So, aber noch ein bisschen. Das Zeug vielleicht noch reinhauen. Dings, oder willst du vielleicht gleich mal, ich habe ja noch Portale in der Hölle, mal ganz kurz gucken wegen, Ich sag dir so 100% ist die Lava alles, aber ich kann gleich. Du kannst auch hingehen, denn dein Spiel stürzt in der Hölle doch nicht mehr ab. Nee, aber ich umplatzieren bist du eventuell kluger dran. Besonders weil ich ja gerade an der Farm. Das mache ich jetzt nicht schon wieder, das mache ich dann irgendwann. Ich guck gleich einmal nach, wenn es wieder falsch ist, mache ich es offscreen, weil ich habe keinen Bock, dass ich schnell danach die ganze Folge voll damit zu machen. Ist der Lava-Bimbo. Das versteht ihr auch und seid. Nein, bist der Lava-Bimbo ab jetzt. Halt die Fresse, dann fliege ich auch einfach mal eben ein paar Blöcke weit weg mit meinem Jetpack. Jetpack. Und YOLO YOLO dann eben ein bisschen was dahin. So, ich mache jetzt einfach mal eins mit Silber. Weiter, zwei da. Und besser ist. Knapsack. Guck mal, hier hast du einen Knapsack, den rüstest du aus in deinem Inventar. Also, ich hab ihn weggeworfen, den zweiten auch. Magst du mir einen geben, bitte? Okay. Sei lieb zu Papa Notop. Nein, was? Ich will nicht dein Papa sein, lieber nicht. Ah. Mit rechts kann man sich aus. Also, darauf gehen und dann in den Rucksackslot. Jetzt hast du da oben dann einen Rucksackslot bekommen, da kannst du Sachen reinpacken. Oh, danke, Notop. Warte, ich frage mich gerade, ob da automatische Sachen reinkommen. Ich werfe einfach mal eben gleich ganz viel Juli-Matte auf den Boden. 5, ach hier komm. Und? Nee, es wird nicht automatisch in den Knapsack aufgehoben, leider. Knapsack, wie ist es jetzt anhört? Knapsack. Ich hab 8 Juli-Meter mehr als wir brauchen. Und ganz kurz an alle Österreicher, die diese Videos gucken. Haha, ihr habt keine Herbstferien. Das ist schön. Und Nordop hat auch am Montag Schule, also. Und ich habe jetzt 2 Wochen Ferien. Ja, ich hatte dafür schon 2 Wochen Ferien, das ist relativ egal. Ja, aber YOLO. Relativ, deins ist schon vorbei, deine Zeit, und meine fängt ja erst an. Hier fehlt jetzt eine Pipe. Nö, ich habe jetzt ist Nordor Buff, habe ich gesagt. Okay, aber nur weil du das willst. So, jetzt, ich bin im Übrigen, ob ich jetzt direkt den Nukularreaktor den nächsten mache, aber. Was wir spätestens zur Folge 40 machen werden, ich denke mal, so 35 passt auch schon. Wir haben jetzt Folge 33, glaube ich, gerade. Wird die Magie sein, das wünschen sich auch mittlerweile immer mehr Leute von euch in den Kommentaren. Das werde ich auch dann demnächst mal so ein bisschen drauf zuwippen, dass wir auch die Portable Holes und die ganzen Stäbe und alles bekommen, weil ich will erstmal noch Nukula machen, weil ich da gerade bei bin. Nukula. Es heißt Nukula. Nukula, da brauche ich nur 3 Reaktoren. Wer es nicht versteht, kann einfach mal Nukular, es heißt Nukula suchen, da findet ihr ein Video. Wir haben kaum noch Kupfer, nur noch 3 Stapel oder so. Echt nur 3 Stapel, oh scheiße. Wenn ich es richtig gesehen habe gerade. Das ist Kupfer. Ja. Sortieren wir hier mal ganz kurz. Also es ist verschiedenes Kupfer. Wir haben insgesamt circa 3 Stapel noch, wenn ich es richtig sehe. So, dann ich teste gerade die Farm, wie weit die Range ist. Hoffentlich baut er das hier auch ab. So, brauchst du noch irgendwas für ein Advanced Circuit? Habe ich noch einen Generator? Habe ich, glaube ich, sogar auch noch. Wenn sogar noch Maschinenblöcks. Das heißt, ich kann hier direkt cooles Zeug machen. Ich kann eben Maschinenblöcks in die Mitte machen. Habe Reactor-Chambers, dann mache ich nur 3 dahin, einen Generator dahin. Wieso habe ich ein MFE wiederbekommen? Und oben drauf musste was? Ein Advanced Circuit, genau. Da haben wir noch eins. Ach, jetzt hab ich das. Ach komm. So. Mit Fragezeichen. Nukularreaktor fertig. Nukular. Und den stellen wir jetzt einfach mal etwa wieder auf die gleiche Distanz. Das reicht ja. Hier ist ja nicht viel kaputt gegangen. Wir stellen einfach hier unten in den Krater rein. Wundert mich aber, dass vor allem einfach in diese Richtung so gut wie nichts kaputt gegangen ist. Ich weiß nicht, hier ist. Also ein bisschen nach draußen ist ja kaputt gegangen. Bis zum Wasser da unten. Aber in die Richtung unseres Hauses ist fast alles heile geblieben. Ja, ich habe halt meine telepathischen Kräfte eingesetzt und deswegen konnten wir deinen Schaden überleben, Du hast einfach mit deinem Gestank einfach die Atomexplosion überdeckt. Nerv mich, nur noch mobb mich wieder. Hab ich recht? Stinkt weiß? Schreibt's in die Kommentare. Nein. Ist gemein. So, die Farm funktioniert jetzt. Ich hab leider erst 2 von diesen Teilen hier. Nur nicht 4. Dann lass mal ganz so schlafen gehen. Oh, du mit dem Schlafen.
Ja, Schlaf ist wichtig, Nordop. Sonst wirst du irgendwann mal. Aber es ist ja wirklich, man kann an zu wenig Schlaf sterben. Was? Wirklich? Wer hätte das gedacht? Oh. Warum sollte man sonst schlafen gehen? Wenn man nicht dran sterben könnte, würde ich nie schlafen gehen. Ungefähr, wenn man circa 100 Jahre alt wird, schläft man ungefähr 33 Jahre seines Lebens. Man schläft ein Drittel seines. Also sollte man zumindest, wenn es gesund ist. Das tue ich zwar nie, aber. Na, ich auch Oh nicht. Ich bin jetzt Gott. nicht viel Schläfer. Weiß nicht, ich schlafe so. Man. Wenn ich das. In der Schulzeit schlafe ich so 6 Stunden vielleicht am Tag. Und dann halt noch 8 Stunden in der Schule. Ja, aber man soll ja eigentlich 8 Stunden schlafen, aber der Durchschnittserwachsene schläft 7 Stunden. Das weiß ich nicht genau, aber ich weiß, dass man durchschnittlich 8 Stunden. Also ein Durchschnittsmensch braucht 8 Stunden Schlaf. Pro Tag. Und zwar Schlaf. Und nicht, dass ich liege noch im Bett schon und kann noch nicht einschlafen. Zeug. So, die Frage ist jetzt noch, was für ein Gerät, das weiß ich leider nicht, vielleicht kennst du den Namen sogar, kann man Bäume farmen? Ich weiß, dass es Abbauen. existiert, dass quasi man stellt es davor und es baut Bäume ab und platziert auch wieder ein Zeppling. Leider weiß ich nicht, wie das heißt. Das ist der Ich Trick. weiß, dass es eine Turtle kann, aber mehr. Also, ich glaube, eine Turtle wirst du dafür nicht benutzen, weil die auch sau Nee, teuer sind. Turtle mein ich nicht. Egal, dann, vielleicht, das wäre jetzt eine Frage bitte an euch, vielleicht wisst ihr es. Womit könnte ich, jetzt könnt ihr mir vielleicht ein paar Methoden bitte schreiben. Womit kann ich am besten jetzt die Gummibäume farmen? Ich weiß nicht, ob das jetzt. Also, ich lasse dich jetzt mal weiterreden. Ja, und in der Zeit jetzt so lange mache ich mal ganz kurz das vollautomatisch, dann lasse ich nämlich die Seeds jetzt gleich rauspumpen. Weil ich habe jetzt eine Truhe, vielleicht magst du gleich mal gucken, oder? Eine Truhe, da wird jetzt alles gelagert, was abgefarmt wird. Und da sind die Seeds, und die lasse ich dann wieder rauspumpen in die andere Maschine rein, wenn es geht. Und dann bepflanzt sie sich dann auch komplett automatisch selber und dann, jo, hat man dann auch einen Kreislauf. Und dann wäre es noch OP, wenn wir dann einen Chunkloader hätten. Bei einer Zeit, wo wir offline sind, lädt er auch. Hast du noch Okay. einen Chunkloader zufällig? Ich baue auch mal eben so einen Chunkloader noch dazu. Die sind billig. Das kostet einen Charter, das ist mir viel zu teuer. Aber was auf jeden Fall mir gerade noch einfällt, wir könnten. Ich hatte es gerade noch im Kopf, ich habe es nur wieder vergessen. Warte, ich gehe mal wieder hierhin. Hier ist mir das eingefallen, dass ich hier rumgelaufen bin. Vielleicht fällt es mir wieder ein. Warte, warte, warte. Wie geil. Da ist es mir eingefallen. Ich laufe da wieder hin. Das funktioniert ja auch letztens gelesen, dass wenn man beim Lernen das gleiche Kaugummi isst wie beim Arbeitsschreiben, also man soll. Man soll nicht durchgängig das gleiche Kaugummi kauen und in die gleiche Geschmacksrichtung. Verbindet das Gehirn den Geschmack mit dem Gelernten. Und allgemein sowas ist so behindertes Zeug, was man denkt. Wie geil einfach jetzt ohne Ach Witz. so, wir könnten einen Cobblestone-Generator machen, vernünftigen für die Recycler. Es gibt einen, der heißt Inferus sonst was, glaube ich, oder so hieß der. Irgendwas mit Magie. Generator vielleicht? Wenn ich das eingebe, kommt das dann wieder? Ne, kommt das ganze Generatorzeug erstmal. Ich habe es leider vergessen, wie es hieß. Aber es gibt uns halt, das kann man hinstellen, da braucht man Wasser und Lava drin einfach nur und dann produziert es daraus die ganze Zeit Cobblestone automatisch. Das ist ein Okay. Block. Den Namen, irgendwas mit In. 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 So, jetzt machen wir wieder Heat Vents dafür noch. Die brauchen wir natürlich wieder. Komponenten Heat Vent war mit Tin, nee, normale Heat Vents war mit Eisen und Refined Iron, gut. Refined Iron habe ich noch und Eisengitter kann ich auch einfach mal im neuen machen. So, und kein Eisenoberteil. Oh, bitte, 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 bitte. So. So, perfekt, jetzt habe ich den Chunkloader. So schnell ging das. Die sind richtig billig. Okay. Aber so richtig billig, wirklich. Genauso billig wie du. Deine Mama Nein, wie am du. Bahnhof. Also, ich habe gehört, deine arbeitet bei McDonald's im Klo. Also, die versucht da ihr Geschäft zu machen. Verstehst du Geschäft auf Toilette? Ah! Oh Gott, wird das schlecht. Also, scheiße. Scheiße. Okay, gut. Hör dann auf. Ich glaube, Weiß kriegt direkt so einen epileptischen Anfall. Er hat gerade so irgendwo gegengehauen. Das klang so, als würde er einen Anfall haben. So, ich habe jetzt den Chunkloader. Wie Ich aktiviere ich soll's ja den? nicht wegwerfen. Wenn sich der Kristall oben drauf dreht, ist es aktiviert. Egal, wir können so Laser aktivieren. Wie geil ist das denn? Ja, das zeigt dir dann das Grid an. Das geht aber nach einer Zeit auch wieder aus. Also das hält nicht ewig. Ich mach mal Das ein zeigt Stop. eben an, wo genau, welche Chunks genau geladen sind. Mach's aber nicht zu groß halt, sonst Nee, nee, kostet nee, halt ich zu hab. viel Power. Also es kostet überhaupt keinen Strom, aber du weißt, was ich meine Ja, bestimmt, ne? Power vom Server. Also wie hat man jetzt hier gesagt? Da ein Heatwind, da ein Heatwind. Da und So. da, Moment.
Was passiert, wenn ich diese Reaktorkammer eigentlich wegmache? Nein, ich hab sie mit dem Bohrer abgebaut, ich Horst. Horst. Oh nein, nee, dann ist es hier das Teil. Das ist ein zu kleines Teil. Fuck! Jetzt hab ich nur den Meshing-Block wahrscheinlich rausbekommen, naja. Ah, fuck! Ja, Nordorp macht schon wieder alles kaputt, so kennen wir es ja. Ist schon okay, Nordorp, brauchst dich nicht schämen. Durch, aber. So, zum Glück habe ich noch Kupferplatten. Die kosten nur 32 Kupfer, die Generatoren. Die Reaktorkammern. Aber ganz kurz, was ich immer wollte, diese Sortierpipes. Jetzt werde ich die einmal benutzen. Und nein, tu es nicht! Und Tür an deine Fresse! Jetzt will ich eins so wissen, wie heißt das Scheißteil? Was? Die Pipeline, die sortiert, wie heißt das? Das sind diese komischen. Gib einfach Pipe ein und dann müsste das da kommen, diese bunten. Sind das doch. Das ist die Frage. Ich sehe es hier gerade schlecht. Automatic Wooden Pipe vielleicht sogar? Weil ich weiß es nicht. Nein, Automatic Wooden Pipes sind. Warum klingt. Alter, ich schwöre, ne? Den ganzen Tag ist ausnahmsweise Ruhe. Und dann kommt eine Aufnahme so: Hey, wir nehmen in 1/4 Stunde auf. Hau ich die Tür, klingel, 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 klingel. Ja, verdient, oder? Verdient, verdient. Da. Nee. Überhaupt nicht. Ich wette, 3, 2, 1 klingt gleich nochmal. Warum auch immer. Weiß nicht, lass Filter, mal hier einfach Pipe, den Part Filter, beenden, weil wir jetzt eh bei 17 Minuten oder so sind. Okay, perfekt. Und dann beenden wir jetzt den Part. In der nächsten Folge gibt es Atombombe und und Krieg. Ich werde dir einfach gleich noch. Ich weiß nicht, ob ich den Kram jetzt noch zu Ende mache. Aber nee, das mache ich lieber im nächsten Part dann zu Ende. Muss ich jetzt ja nicht mehr machen. Offscreen, das will ich auch nicht. Und dann sehen wir uns demnächst in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr eine Atombombe wollt, lasst ein Like da. Dann jag ich weiß in die Luft. Und wenn ihr sozial seid und wirklich an grünen Strom laubt, dann gebt mir ein Like dafür. Tschüss.